Hallo und herzlich willkommen zu, ja, ihr hört richtig zur letzten Folge Techo 2 hier auf meinem Kanal, immer noch auf dem Surferskraftwerk mit dem Kevin. Und ja, hallo, letzte Folge Techo 2, es ist die Folge 50. Ich habe beschlossen, bei Folge 50 das Techo 2 Projekt zu beenden. Ich habe eigentlich das meiste geschafft, was ich schaffen wollte, und ich werde noch weiterhin auf dem Server spielen. Ihr werdet auch noch weiterhin in meine Stadt ziehen können. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Es werden in der Zukunft noch schöne Projekte kommen, von denen ich jetzt noch nichts sagen werde. Das heißt, bitte, das ist wirklich eine Bitte, verlasst jetzt nicht diesen Kanal, dadurch, dass jetzt Techo 2 zu Ende ist. Es wird Zukunftsprojekte geben, wird so Projekte geben, die euch gefallen werden, das werde ich euch versprechen. Und in dieser Folge werden wir jetzt noch, ja, ein bisschen Inneneinrichtung machen, würde ich sagen. Ein paar Tische, ein paar Stühle, ein paar Regale und so weiter. Und zwar habe ich mir schon was rausgesucht. Ich baue mir nämlich ein Bitch Bookcase. Das heißt, kein Bitch-Case, sondern ein Birkenholzregal. Und das ist ganz einfach, es sind einfach ein paar Birkenholz-Planken und ein paar Birkenholz-Planken-Slabs. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen bauen, würde ich sagen. Zack, zack. Ich würde sagen, wir machen es jetzt hier ein bisschen wohnlicher, weil momentan ist ja noch recht... Ich sollte nicht alles reinwerfen, ich habe keinen Platz mehr. Zack, 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 zack. Zack, 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 alles in das System rein. Zack, 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 zack. So. Alles in das System rein. Noch ein paar Slabs rausholen. So. Zack, zack. So eine... Aha. So. Jetzt haben wir hier nämlich ein Bücherregal und ich würde sagen, wir bauen noch ein zweites Bücherregal. Und auch ein drittes Bücherregal. So, stacken kann man, das ist gut. Und ich würde sagen, die Bücherregale tun wir hier unten hin, weil hier ist es so ein bisschen leer an der Wand. An der Wand hier, würde ich sagen. Tun wir die Bücherregale da so hin. Zack. So, jetzt brauchen wir nur noch Bücher. Hast du noch irgendwie Bücher da? Oder irgendwie... Mal gucken. Books. Haben wir keine mehr wirklich. Aber wir haben hier noch so ein paar Einsteigerbücher. Können wir reintun. Die habe ich auch noch. Und so weiter. Ist auch egal, welche Bücher du da reintust. Das hat jedes ein anderes Design. Gucken wir mal, ob wir noch... Sugarrohr haben wir hier noch. Können wir da auch noch ein paar machen, ein paar Bücher. Leder aber nicht mehr so viel. Ich hab doch gerade eben was ins System reingepackt. Oder? Ah, da. Normales Leder, genau. So. Haben wir noch ein bisschen Leder. Und ein paar Bücher tun wir auch noch mit rein. Nur einzeln reintun. Ah, normale Bücher kann man nicht reintun, oder was? Was ist das für ein Scheiß? Nö. Warum kann man keine normalen Bücher reintun? Keine Ahnung. Das ist aber nicht sehr nett. Nee. Ich wüsste, wo ich schnelle Bücher herkriege. Nee, bauen wir nicht. Okay. Als nächstes würde ich sagen, bauen wir hier noch so ein Birken-Tool-Rack. Und da brauchen wir diese Slabs und ein Eisen in der Mitte. Ja, schieß ruhig auf mich. Das ist für Spitzhacken und sowas. Das ist sozusagen so eine Werkstattbank. Tun wir wirklich sagen, auch daneben. Ja. Da können wir dann sowas reintun wie...
Genau. Das. Oder. Das. Hey! Allerdings haben die alle das gleiche Design, auch wenn es eine Diamantspitzhacke ist mit. Geil! Gut. Das sieht gut aus. Ein Schreibtisch können wir auch mal machen, würde ich sagen. Und zwar brauchen wir dafür wieder ein paar Slabs. Slabbity, slap, slap. So. Eine Feder. Und eine Torch. Dahin. So, dann kommt das dahin, war das so und genau. Hier haben wir jetzt auch so einen Schreibtisch, den werden wir jetzt auch noch irgendwo hinstellen, würde ich sagen. Den tun wir dahin, da können wir, glaube ich, auch Bücher reinlegen, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Nehmen wir so ein Buch hier raus und tun das mal da rein. Nee, anscheinend doch, doch, Ah, ich habe es reingelegt. wow. Ja, das ist cool. Schick. Das ist cool. Lass mal so drin. Was haben wir noch so für Gegenstände? Das ist richtig cool, dieses Modpack. Da kann man jede Menge Sachen Ja. machen. Ach ja. Jo, das baue ich jetzt als nächstes. Kleine Überraschung für Kevin. Was? Eine kleine Überraschung für dich. Guck aber nicht ins ME-System rein, sonst würdest du dich spoilern. Ich gehe raus und guck bei unserer Nachbarin. Ja, oder mach das. Naja, so war das. Und falle in die Schmelze von ihr. Das ist auch witzig. Ja. Wenn es dir gefällt. Nee, ist heiß. Heiß. Heiß, Heiß, heiß. Ein Stick. Momentan leckt es ein bisschen, das Gefühl. heiß. Ja. Ja, du leckst auch. Deine Stimme zumindest. So, zack, 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 zack. Und jetzt noch zwei Slaps darüber. Und fertig ist es. Noch tue ich legen. War ja nicht mehr. Wieso kann ich nichts platzieren? Was denn? Ich kann das nicht platzieren. Das kann ich Will ich platzieren. runterkommen? Ah, ich glaube, ich weiß, warum ich es nicht platzieren kann. Hm. Weil dann noch der Sitz fehlt. Und zack. So, da habe ich kurz gehustet. Ich war weit weg. Also, wenn ihr es gehört habt, tut es mir leid. Müsst ihr da verarschen? Wieso geht das nicht? Entschuldigung. Ich gucke mal ganz kurz. Ich muss das andere auch craften. Nämlich den hier. Stick, Stick. Plate, Slab und Wool.
Zack, zack. Und eine Wolle. Eine Wolle, Wolle. Stick, Stick. Das war falsch herum. Zack und zack und. Du willst mich doch verarschen, oder? Was denn? Nicht du. Ich will sie doch verarschen, ohne Witz. Alter, du gehst immer in die richtige, immer in die falsche Richtung. Alter, willst du mich doch verarschen, oder? Ohne Witz, Scheiß. Das nervt schon wieder, Techwold. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das will. Geht's in die Richtung? Ich will es auch einfach nur in die Richtung haben, wo ich es hinhaben will. Da liegt noch was. Schau mal, wie das geht falsch herum. Willst du doch verarschen? Ich soll doch nicht gucken. Doch, jetzt guckst du bitte. Was denn? Das geht immer falsch herum. Ja, ist so richtig herum. Nee, dahinter ist der Schreibtisch. Den musst du den wegnehmen, den Schreibtisch. Wie, den muss ich wegnehmen? Hä? Schau mal, die Lehne muss doch nach hinten, aber die geht immer irgendwie in die falsche Richtung. Bau mal ab, gib mal her. Lass mal den Danny ran. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Kennt ihr den Film eventuell? Lass es mal den Papa machen. Kennst du den? Ja. Der ist so witzig gewesen. Da hab ich mir so reingezogen. Da haben wir mit der Klasse zusammen geguckt. Das war so witzig. Ja. Der Stuhl sieht sehr schön aus. Hä? Das kriegst du super hin. Ha! Wie ist das jetzt hinbekommen? Wieso kann man sich da nicht draufsetzen? Ich sitze da drauf. Nee, du stehst bei mir drauf. Nee, ich sitze. Steh mal auf. Jetzt setz dich nochmal hin. Jetzt sitzt du. Jo, das ist unser Computertisch. Ohne Computer. Oder doch, wir haben Computer. Wir haben Computer, aber ich weiß nicht, ob man den drauf bekommt. Können wir doch in die Wand reinmachen. Ja, ich hab's hingekriegt. Ich wollte sagen, ich krieg's nicht hin. Geh mal weg da. Ja. Ne, geht da nicht drauf. Nee. Nee. Wir setzen ihn da rein. Boah. Das geht nicht. Ja, und ich hab jetzt irgendwas eingetippt. Damit zumindest eingetippt sieht. Aussieht. Mein Stuhl. So. Und. Zack. Und der PC ist fertig. Wie witzig. Was haben wir hier noch so alles? Ein ganz normales Regal. Können wir auch mal kurz machen. Zack, 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 zack. Guck hier mal, was im Computer steht für dich. Guck ich nach der Folge. Weil ich glaube, dass ich nicht jugendfrei war, was du jetzt gerade da reingeschrieben hast. Doch.
ist es. Oh, einer von uns muss noch schlafen gehen. Ja, ich gehe gerade. Bau du mal. Och, Mensch, hättest du es auch sein lassen können. Ich gehe schlafen. Du baust. So, 66% schlafen jetzt, aber es wird nicht funktionieren. Warum auch immer. Weil ich auch noch schlafen müsste. Ich habe kein Wool mehr. Bett. Ja, keine Wolle fürs Bett halt. Wir haben noch Safe. Ja, funktioniert nicht. Ja, gut, dann halt nicht. Zack. Und. Zack. So, ein Regalchen. Was haben wir hier noch alles so rumstehen? So ein Regal ist noch witzig. Mit einer Bottle in der Mitte. Zack, zack, Bottle. Ich glaube, schlafen geht momentan nicht, weil irgendwie keine Ahnung warum. Ja. Und eine Bottle. So, jetzt haben wir ein Regal. Noch ein Regal. Das tun wir dahin. Da kann noch sowas schreien wie ein paar Äpfel. Wie sieht das hier aus? Ah ne, ich glaube, da können nur Tränke rein. Ja, steht auch sogar drin. Ist ein Potion-Regal. Steht drin. Ja? Ja, stimmt. Ja, Potion. Warte, lass den da hängen. Klar, machen wir halt ein paar Wasserflaschen voll. Was haben wir hier noch alles für Regale und so? Ein Table können wir noch kurz craften. So. Kann man so viel wie ich weiß auch, haben wir jetzt überhaupt keine Wolle mehr? Nö. Doch, wir haben blaue Wolle. Ernsthaft? Wir müssten darauf eine Tischdecke, glaube ich, bekommen. Ja. Brauchen wir nochmal Gläser? Wie ein Eimer, nur aus Glas. Schau, jetzt haben wir eine Tischdecke drauf bekommen. Eine blaue Tischdecke. Und auf den Tisch tun wir meinen Hammer. Geht das? Ja. Oh Gott. Wir tun darauf einen Apfel. Brauchen wir Wasser unten noch? Der Tisch steht natürlich falsch herum, aber egal. So. Söderle, ja stimmt, Kevin war farmen wie die Sau. Ja. Und wir haben wirklich jede Menge, wie heißt's? Hier, Erze gefarmt, beziehungsweise er hat jede Menge Erze gefarmt, das ist wirklich heftig. Wir werden jetzt mal kurz hier alles hier rein tun, das wird dann, habe ich ja bereits schon mal erklärt, dass hier wird das ja dann pulverisiert, geht dann in den Ofen rein und wird dann hier ausgelassen. Was wir auch noch reintun, ist Kohle. Kohle wird allerdings nur, wie heißt's? Macerated eigentlich. Aber das könnten wir auch abbauen mit meinem Hammer, mit meinem Glückshammer, weil da kommen wir nämlich mehr raus. Redstone werden wir auch so abbauen. Lapis werden wir auch so mal abbauen. Da haben wir noch Gold. Da haben wir noch dieses Yellow-Dingsens. Kannst du mir mal Wolle geben, bitte? Moment, wir haben keine Wolle mehr. Oh Gott. Wir haben noch eine blaue Wolle und eine graue Wolle im System, mehr nicht. Ja, aber blaue Wolle liegt da. Ach so, ja, dann geht leider nicht. Nee. Ich gehe offscreen ein bisschen Wolle farmen. Ja, mach das. Das wird jetzt sowieso ja nur noch offscreen sein, weil ich wie gesagt, die Folge angekündigt habe, dass das die letzte Folge sein wird. Ich weiß. Und ich habe es gleich am Anfang angekündigt, damit es auch jeder mitbekommt und nicht nur die,
die bis zum Schluss gucken. Schaf, du trinkst zu viel Alkohol. Wieso trinke ich so viel Guck Alkohol? Mal, alles deins hier. Ja, stimmt, ja, genau. Alles Wodka. Wodka, blauer Wodka. Ja. Es wurde noch nichts gefarmt, also wir sind immer noch eigentlich kurz hintereinander aufgenommen, weil diese Lilly-Dingsens sehr lange dafür dauern. Ja. Und ja, ist halt einfach nur so ein Gimmick, weil das passiert dann halt, wenn wir hier nebenbei sind und es ist nicht wirklich produktiv, aber ich hab's gemacht, weil es einfach geht. Ich hab euch da so mit gezeigt und ja. Was haben wir hier noch so drin für Erze? Ferrist. Kenne ich alle nicht, ja, die könnte man mal rausnehmen. Ich war einfach Farm, hat alles mitgenommen, was nagelfest war. Lapis, aha. Oh, die Berries kommen da rein. So. Wir haben irgendwas im System, was da nicht reinpasst. Warum? Weil es nicht läuft. Hast du da schon wieder Berries ins falsche System reingepackt? Ja, hast du. Nein. Doch. Ich hab keine Berries in dem Pulverizer-System reingepackt, da bin ich mir sicher. Ah, okay, das war ich doch, Entschuldigung. So. Ich habe immer noch ein bisschen Husten, aber das wird sich alles hoffentlich klären. Simba, was ist Simba? Keine Ahnung, ein Nebenprodukt von irgendwas. Wahrscheinlich von einem Redstone gewesen. So. Kommt das rein? Ich werde jetzt erstmal so einstellen, dass das Eisen als Hauptprodukt erstmal geschieht. Zack. So, das heißt, es wird das ganze Eisen erstmal durchpulverisiert und dann geschmolzen und dann hier reingepackt. Das wird recht viel werden. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war es jetzt auch schon mit dieser letzten Folge. Techworld 2, mir hat dieses Projekt wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde noch weiterhin auf dem Server hier spielen. Ihr werdet mich weiterhin hier noch antreffen für die, die hier eventuell in die Stadt ziehen wollen. Ihr könnt mich weiterhin per YouTube, PN und so weiter anschreiben. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn ihr vielleicht etwas später in diesem Projekt eingeschaltet habt, könnt ihr euch ja nochmal die komplette Playlist angucken, wie das hier alles angefangen hat, ganz am Anfang, noch in der alten GS-Welt, in einem alten Haus. Da haben wir, glaube ich, angefangen in den ersten Folgen mit Farming. Und in den allerersten Folgen, haben wir uns ein Grundstück gesucht. In der zweiten haben wir es, glaube ich, dann genommen und so weiter und so fort. Das ist 50 Folgen, das war jetzt bisher das längste Let's Play-Projekt hier auf meinem Kanal. Und ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viele nette Leute kennengelernt. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und bis zu einem neuen Projekt, bis zum nächsten Mal. Es wird kein Techworld 2 mehr geben, das habe ich ja bereits schon öfters gesagt. Und ja, danke an Kevin, dass du dabei warst. Kein Ding. Danke an dem Server, dass ich hier aufnehmen durfte und auch, dass es auch so freudig angenommen wurde, sagen wir es mal. Und ja, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke an Kevin. Tschüss.